Mein Name ist Raoul Krauthausen, ich komme aus Berlin und ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und setze mich seit Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein. Die Organisation, bei der ich arbeite, die ich gegründet habe, nennt sich Sozialhelden. Inzwischen nennen wir uns Sozialheldinnen. Manchmal, wenn wir von Fernsehteams gefragt werden, ob sie uns einen Tag begleiten können, dann muss ich die Leute oft enttäuschen, weil sie erwarten dann irgendwie, dass ich mich morgen wieder irgendwo ankette oder das nächste Auto anzünde. Aber nee, meine aktivistische Tätigkeit besteht meistens darin, ich stehe auf, mache meinen Laptop auf und lese E-Mails, schreibe E-Mails, beantworte E-Mails. Ab und zu mal gebe ich ein Interview. Hallo. Hallo, lieber Raoul Krauthausen. Schönen guten Morgen, Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen ist bei mir. Raoul Krauthausen, herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend, Raoul. Hallo. Herzlich willkommen, Raoul Krauthausen. Ganz herzlich willkommen hier, Herr Krauthausen. Dankeschön. Willkommen, Raoul Krauthausen. Schön, dass Sie bei uns sind. Du hast immer was zu tun. Ich könnte jetzt meinen Laptop aufmachen und ich hätte 40 Ideen, mit denen ich mich jetzt als nächstes beschäftigen könnte. Einfach mal nachts mit dem Zementmischer schöne Einkaufsstraße lang gehen und überall da, wo diese ganzen Luxusboutiquen so eine Marmorstufe am Eingang haben, einfach mal so eine Betonrampe hingießen. Das Tragische, würde ich sagen, von Aktivistinnen, die vor allem Themen bearbeiten, von denen sie selbst betroffen sind, also in meinem Fall die Rechte behinderter Menschen. Das Tragische ist, dass es nie Feierabend gibt. Weil wenn ich meinen Laptop zuklappe und dann mit meinen Kumpels oder Freundinnen irgendwie auf die Straße, auf die Piste gehe, dann stoße ich ja immer noch auf Barrieren und Diskriminierung und Benachteiligung. Bankautomaten, da kommen wir nicht ran. Die Frage ist, wie kommen wir ran? Also wie kommen wir an Geld? Wir verraten wildfremden Leuten unsere PIN. Also wenn das nicht gefährlich ist. Bei mir klingelt immer irgendwie die Alarmglocke relativ schnell. Und das führt oft auch zu Burnout. Menschen mit Behinderungen werden hierzulande noch als Fehlstärke beachtet. They see me rolling, they hating. Sag mal bitte, was ist dein Problem, Digga, was geht denn? Ja, ich sitz im Rollstuhl, aber ich will keinen Trost, denn Knochen sind aus Glas, also voll machen und prosten. Ich habe für ein Buch und einen Podcast in den letzten Monaten mit sehr vielen Aktivistinnen aus anderen Bereichen auch sprechen können. Und ich fand das insofern unglaublich interessant und auch für mein Leben bereichernd, zu hören, dass viele Aktivistinnen, egal für welches Thema sie sich engagieren, die gleichen Herausforderungen im Leben haben. Ne? Einmal das Burnout-Thema, dann die Finanzierungsfrage, wovon lebe ich eigentlich mittel- bis langfristig, aber eben auch, wo finde ich Kraft? Wo finde ich meine eigene Stärke zurück, wenn ich mal ausgepowert bin. Ich merke für mich, meine Kraftquelle ist meine Familie oder gute Freunde. Einfach eine schöne, gechillte Zeit zusammen zu haben. Und ich habe für mich gemerkt, dass es mir auch mal gut tut, einen Safe Space zu haben, wo ich jetzt auch mal meine Mütze abnehme einfach der Raoul bin. Na gut. Eigentlich nicht, aber für euch ja. Also ich privat bin auch in Therapie. Nicht regelmäßig, aber dann, wenn ich merke, ich weiß an der oder der Stelle nicht weiter oder hier könnte ich vorausschauen, vielleicht versuchen gegenzusteuern, dann nehme ich schon auch Therapie in Anspruch. Es gab auch eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr intensiv Therapie genommen habe. Ich denke, wir haben alle oft mehr Herausforderungen mental, als wir vielleicht zugeben wollen. Und ich für mich kann zum Beispiel sagen, dass das Thema internalisierte Behindertenfeindlichkeit, die ich selber in mir trage, also auch wirklich immer noch ein großes Thema für mich ist. Zum Beispiel zu glauben, für andere Menschen eine Last zu sein.
Das kann man besprechen, das kann man auf Instagram posten. Ja, Leute, ich habe das überwunden und so weiter und so fort. Aber ich glaube das oft nicht. Ich glaube, es ist nicht so tief. Das haben wir als Kinder beigebracht bekommen, bewusst wie unbewusst, dass andere Menschen uns als Last empfinden könnten, dass wir das teilweise auch selber verinnerlicht haben und auch glauben. Was ich zum Beispiel oft schräg fand, war, dass meine Eltern mir gesagt haben, guck mal, da vorne ist auch jemand mit Behinderung, unterhalte dich doch mal mit dem. Und ich dachte so, nee, warum? Nur weil jemand auch im Rollstuhl sitzt und ich vielleicht den Namen von der Person kenne, heißt es doch nicht, dass ich jetzt mit der Freundin werden muss. So funktioniert das nicht auf Kommando. Und deswegen hatte ich oft auch ein Problem mit diesen Selbsthilfegruppen, die es dann gibt. Ne? Einmal im Jahr trifft sich die Community der Menschen mit meiner Behinderung. Und ich fand das oft unangenehm, weil dann irgendwie alle Themen hoch und runter gespielt wurden, was man alles mit der eigenen Behinderung kann, nicht kann, worauf man aufpassen soll, was alles passieren kann, wenn du 10 Jahre älter bist. Und eigentlich habe ich das immer so empfunden als etwas Bedrohliches. Und ich wollte eigentlich meine eigene Erfahrung machen. Und irgendwann bin ich aber von selbst wieder auf die Idee gekommen, ach Mensch, jetzt hast du dich 15 Jahre aus diesem Community-Ding rausgezogen, geh doch mal wieder hin. Und ich bin hingegangen und dort habe ich meine aktuelle Partnerin kennengelernt, was ich nie gedacht hätte, dass das passieren wird. Und habe super tolle Menschen auch wieder getroffen. Und ich muss sagen, die Menschen, die mir am meisten geholfen haben bei mentalen Fragen zum Thema Behinderung zum Beispiel, waren Menschen mit anderen Behinderungen. Das muss doch nicht mal die eigene Behinderung sein, wo die Expertinnen stecken, sondern ich habe super viel gelernt von Menschen mit Muskelerkrankungen, nämlich wenn es um das Thema Hilfe einfordern geht. Also viele Menschen leben ja mit Assistenz, ich auch. Und diesen Zugang zu Assistenz habe ich über die Community der Menschen mit Muskelerkrankungen bekommen. Diesen großen Schritt, dann alleine zu wohnen, in Abwesenheit meiner Eltern, mit Assistenz, den konnte ich nur gehen, weil ich andere Menschen mit Behinderung gesehen und getroffen habe, die das gemacht haben. Und von denen zu verstehen und zu lernen, was das bedeutet, wie das funktioniert und wie geil das sein kann, einfach mal das zu machen, was du willst. Ich weiß, du fragst dich jetzt, was ist mit dem los, aber ich will nur die Treppe hoch und nicht ins IBB-Soll. Kein Ding, ich mach mir keine Illusion mehr, aber den Begriff Inklusion kennst du schon, ja? Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Also, ich möchte es mal konkret machen. Wenn wir in Deutschland sogenannte Rollstuhldiskos einführen, also Diskurs, wo RollstuhlfahrerInnen sich untereinander daten können, gibt es von Lebenshilfe und Co., ja, dann nehmen wir aber auch den Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, sich mit nicht behinderten Menschen zu daten. Weil traditionell Rollstuhldiskurs oft ohne Alkohol sind. Die fangen um 17 Uhr an, hören um 20 Uhr auf, weil dann der Fahrdienst kommt. Und niemand von uns geht um 17 Uhr auf eine Party. Ja? Das heißt, Inklusion kann auch bedeuten, wie barrierefrei ist eigentlich der KitKat-Club oder das Berghain? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht? Und ist es nicht auch letztendlich Paternalismus, wenn wir Menschen mit Behinderung immer sagen, du bist behindert, du gehst in die Rollstuhldisco, anstatt zu sagen, du bist behindert und willst feiern, ja geil, lass uns ins Berghain gehen und ordentlich einen durchziehen. Und mit durchziehen meine ich was auch immer, ja. Also behinderten Menschen jetzt auch nicht vorauseilend etwas zu verbieten oder die Erfahrung nicht machen zu lassen, weil ja was passieren könnte. Aber das Leben ist nun mal gefährlich. Und ich nehme an,
dass Menschen mit Behinderung sehr genau wissen, was gut für sie ist und was nicht. Und wenn sie es nicht wissen, dann müssen sie die Erfahrung machen. Aber Menschen mit Behinderung ihre eigenen Niederlagen und Erfahrungen nicht machen zu lassen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir tun können. Wir von Ability Watch fordern, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden dürfen. Nichts über uns ohne uns. Ich habe jahrelang geglaubt, dass im Bereich Beziehung und Partnerschaft als jemand, der sich für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt, der Jackpot doch eigentlich eine Partnerin ohne Behinderung sein müsste. Und irgendwann, wie aus dem Nichts, habe ich jemanden mit Behinderung kennengelernt, wo ich überhaupt nicht bereit war, mich diesem Thema zu nähern. Und habe plötzlich festgestellt, als wir dann ein Paar wurden, dass da eine Welt ist oder auf mich gewartet hat oder ich sie gerade entdecke, wo die Behinderung kein Thema ist. Weil sie ist ja auch behindert. Und diese Selbstverständlichkeit, das Angenehmsein, so wie du bist, habe ich so in der Tiefe, in der Intensität selbst noch nicht von meinen Eltern erlebt. Und meine Eltern sind super coole Leute, die mir auch immer gesagt haben, kämpf für das, woran du glaubst, und wir werden dich unterstützen, wo du kannst. Aber die Welt wird nicht auf dich warten. Und meine Partnerin sagt, wieso eigentlich nicht? Und los geht's. With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann denke ich jetzt nicht, oh, geiler Körper. Aber ich denke immerhin auch nicht, scheiß Körper. Und vielleicht ist das auch schon gut genug. Und ich denke, manchmal reicht mir auch Dankbarkeit. Dankbarkeit meinem Körper gegenüber zu zeigen. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mich am Leben hältst. Danke, dass du langsam kaputt gehst und nicht schnell kaputt gehst. Und ich versuche, das zu tun, was für mich auch im Verhältnis steht von Einsatz und Ertrag, um dich möglichst langsam kaputt gehen zu lassen. Ja? Aber ich werde jetzt nicht wegen dir, Körper, alle 2 Jahre, ein halbes Jahr irgendwie eine Kur machen, weil dafür ist mir auch meine Freizeit zu schade. Und ich glaube, immer diese Perspektive einzunehmen, zu gucken, was bringt mir Freude, was lässt mich am Leben teilhaben, so wie ich bin, ohne mich normalisieren zu müssen, über ein bestimmtes Maß hinaus, um irgendjemand anderem eigentlich zu gefallen. Das möchte ich mir auch beibehalten, immer Maß und Mitte zu kennen und zu sehen. Und selbst wenn meine Kinder mal eine Behinderung haben sollten, dann werde ich nicht sagen, oh Gott, dann werde ich einfach sagen, okay, lass uns die Welt entdecken, und zwar so gut es geht. Und wenn wir nicht wissen, wie, dann probieren wir es aus.